Und wir sind wieder zurück bei einer weiteren Runde von The Legend of Zelda The Wind Waker und wir stehen hier mitten am Turm der Götter und in den werden wir jetzt hineinfahren. Das mit gesetztem Segel. Da hüpfen wir quasi rein. Hussa! Alpha-Wand. Also klar. Turm der Götter. Okay, gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Wow, hier geht's hoch. Geht's hier auch gleich wieder runter? Ich würde mir gerne ansehen, was da ist. Danke. Da ist nämlich eine Tür. Kisten. Ich habe das Gefühl, ich sollte dich nicht schlagen. Könnte ein bisschen eklig werden, dich zu schlagen. Was ist damit? Oh. Ja, das war keine so gute Idee. Haubert Bumerang? Oder nicht? Stipp, 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 stipp. Du gehst mir ein bisschen auf die Nerven, Junge. Aua. Natürlich, bevor die Bombe explodieren kann. Apropos Bombe explodieren. Nein. Na komm her. Sehr schön, das wäre er. Dann wird es ja wenigstens Spur. Also mal gucken, ob wir den da gleich rüberschieben können. Ist Schieben im Wasser nicht möglich? Sieht nicht so aus. Aber wir haben ja noch den hier. Also den hier. Also dann war da drüben noch was. So. Klettern bitte. Das müsste eigentlich reichen. Dankeschön. Oh, wir haben den Karton mit kaputt gemacht. Das ist weniger geil. Oh, da ist eine Kiste. So, das hätten wir. Oh, Schleim. So, da ist unsere Truhe. Mal gucken, was da drin ist. Sieht nach der Karte aus. Tatsächlich, du hast die Labyrinthkarte gefunden. Mit Hilfe von Steuerkreuz oben kannst du sie dir ansehen. Grüne Räume hast du bereits besucht. In dem Raum, der aufleuchtet, befindest du dich gerade. Mit Hilfe vom Control-Stick oben und unten schaltest du zwischen den Stockwerken hin und her. Da war jetzt nur... Alter, sind das viele. Das wird ein Spaß. Hi, ihr! Ja? Ernsthaft. Ernsthaft. Gehe ich jetzt einfach wieder. Tudu. Wow, bin ich gleich über den Leuten hinweggesprungen.
Und dann gucken wir mal, was da ist. Ah! Strömung! Ernsthaft. Hui. Na, 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 na. Der Leute, so Hilfe, mir wird schlecht. So. Lass mich raten, den können wir da draufstellen. Also da. Ich wollte ihn. Entschuldigung. Mal sehen, was es hier gibt. Mehr von diesem Elektroschleim. Und ein Loch. Toll, jetzt ist der auch noch hier mit uns da drin. Ach, es ist nervig. Ich will doch mit den da rauf haben. Dankeschön. Ja, weil das Wasser zurückgegangen ist. Sobald das Wasser wieder runtergeht, sollten wir den Weg wieder haben. Wenn das Wasser selber runtergeht. Dankeschön. Deshalb habe ich wieder ein bisschen Twilight Princess. Sicherheit geht vor. So, jetzt können wir da wieder rüber gehen. So, jetzt kann man doch bestimmt hier ablegen, oder? Das sieht ja schon so verdächtig danach aus. Lass mich raten, auf der anderen Seite ist noch so ein Teil. Aber wenigstens kommen wir da jetzt lang. Wieso schaffe ich es nie, auf dem neuen zu landen? So, ich finde schon mal, könnte ich das Segel aufspannen. Yay, wir sind voll schnell. Yay. Lichtgeschwindigkeit und so. Ja, ich muss mal eben kurz wieder mein Kaninchen vom Bett runterschmeißen. So, die zwei müssen da wieder rauf. Das sehe ich schon von entferntem Auge. Mit entferntem Auge, sollte man vielleicht lieber sagen. So. Okay, wir müssen die da hinten anzünden. Das heißt, wir müssen uns hier einen Weg basteln. Gut. Das ist ein wenig nervig, aber so können wir wenigstens die Route mal ausprobieren. Hopp und hopp und... Wir sind ein bisschen doof gesprungen. Okay, wenn wir den jetzt noch gerade ranschieben, dann sollte es reichen. So, die stehen in einer Reihe. Oh, hier kommt man gar nicht so hoch. Dann müssen wir warten, bis es wieder Wasser gibt. So. Ich warte mal kurz, bis das Wasser immer weg ist und dann wieder herkommt, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben und das in Ruhe machen können. Also, solange ich hier am Feuer stehen bleibe, sollte das nicht ausgehen.
So. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Shit! Ich bin daneben gesprungen, ich Esel. Und dann wieder hoch. Na gut, da sind noch ein paar. Bin nicht ganz gerade gesprungen, das ärgert mich ein bisschen. Wünschte, hier gäbe es Dekostäbe. Und drüben. Sehr schön. So, was gibt es hier Hübsches? Lass mich raten, eine Schatzkarte oder ein Schlüssel? Ein kleiner Schlüssel! Dann kannst du eine verschlossene Tür in diesem Labyrinth öffnen. Das war so klar. So, mehr gibt's hier hinten nicht. Meine Güte, was ein Umweg. Ah, super. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht den Rest des Dungeons hier rumschippern. Gucken wir mal, was auf der anderen Seite ist. Ach, das ist das. Ich dachte schon, mit dem Schatz. Ah, da müssen wir gleich die Bomben einsetzen. Deswegen ging es ja nicht weiter. Wow. Wieso geht's denn da? Okay, das war die Säule. Weil ich es kann. Noch. Weil daneben. So, schnell da hoch, bevor das Wasser es sich anders überlegt. So. Ich tue schon wieder. Na schon. So, mal gucken, was es hier gibt. Was eine Lache. Da hast du mich gerade angezündet? Ja, kein Freund von. Und wir haben den Kompass gefunden. Jetzt weißt du, wo sich all die Schätze in diesem Labyrinth befinden. Rufe mit Hilfe von Steuerkreuz oben den Kartenbildschirm auf. Mach dich schlau. Meine Güte, das scheint aber ein kurzer Dungeon zu sein, wenn wir jetzt schon alles beisammen haben, außer das letzte Item. Das funktioniert nicht. Lass mich raten, hier im Dungeon gibt es die Pfeile. Da fällt mir ein. Du, da komm mal her. Au. Mit den Teilen zu treffen ist immer noch schwer. Gut, dass ich nicht schlagen muss. Ich kann auch werfen. So. Geht das hier auch mal runter? Guten Tag. Ah, dafür war der Schlüssel da. Gibt es soweit nichts. Außer Wasser. Mal wieder. Geht das Wasser auch mal runter? Dankeschön. Langsam wird es ein bisschen voll. Das ist eine Bombe. Die wurden nur gestunt. Wir können mal gucken, ob wir sie mit dem Dekoblatt wegwehen können. Wasser ist nicht hoch genug. Wir kommen da nicht ran. Muss es irgendwas geben, was wir da hinstellen können? Irgendwie müssen wir da hochkommen.
Man hat ja auch nicht wirklich Zeit mit diesen Teilen. So geht's natürlich auch. Lass mich raten, müssen die alle besiegen? So, dann waren das alle. Dachte ich mir doch irgendwie. Oh, das Gelee hätte ich gerne noch. So, dann haben wir eine imaginäre Treppe, mit der können wir da hochlaufen und uns das Teil nehmen. Wenn wir warten, bis das Wasser weg ist, dann können wir durch die Tür gehen und das da oben reinlegen. Irgendwie erinnert mich dieser Dungeon total an den, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Der Schrein in Fire Princess. Dieser Zeitschrein? War es der Zeitenschrein? Ich weiß es nicht mehr, aber ich hoffe, ihr wisst, welchen ich gemeint habe. Oh, ich hätte hier gar nicht reingehen müssen. Ich bin voll der Idiot. So, jetzt kommen wir da so rüber. Mihi, ja. Hi, Leute! Ich werde es nie schaffen, mal richtig auf dich zu landen. So. Jetzt geht's da rein. Wenn wir dabei sind, können wir euch nicht einpacken. So. Und hui! Ja, wir haben ein bisschen gepackt. So, hinein geht's. Wow! Habe ich mich erschrocken. Aua. Da bräuchten wir, glaube ich, eine Bombe, aber wir haben leider keine mehr. Versuchen wir es mit dem Boomerang. Aua. Ach, da hinten stehen die Teile, die wir brauchen. Ich bin auch voll der Esel. Die habe ich gar nicht gesehen. Aua. Aua. Au. Soll das jetzt so weitergehen, bis wir hops gehen, oder was? Ich gehe mal kurz wieder rein und raus, damit das Teil wieder am Ausgangspunkt steht. Wie nervig. Ich würde es ja werfen, aber sobald wir das darüber kriegen, kriegen wir es nie wieder weg. So, einen hätten wir. Das ist hier noch nicht jetzt aktiviert. Jetzt ist jetzt aktiviert. So. Oh. Danke, schätze ich. So, das wäre aktiviert. Ich glaube, ich gönne mir mal einen Schluck von Omas Soße. Ich meine Suppe. So, dann geht es uns nämlich auch gleich viel besser. So, wo entlang jetzt? Darüber. Und jetzt? Darüber. Und jetzt? Da lang. Was ist hier? Aha, ein Rubin. Lass mich raten, wir müssen aus jedem Raum einen holen. Und das dann da hinstellen. Tschüss.
Ja, wir haben die zwei, die müssen wir wohl darüber bringen, nehme ich einfach mal. So, gerade machen wir geschafft. Toll, ich fühle mich verarscht, dass ich das so rübergehen kann. Lass mich! Oh, das wird so gut, die Teile so auseinandernehmen zu können. So, was gibt es hier Hübsches? Das erscheint mir zu einfach. Umherirrender, der du auf der Suche nach dem Wegweiser zu den Göttinnen bist, erwecke mich mit Hilfe von R und führe mich zu meinem heiligen Platz. Erstmal rankommen. Komm da runter! Ich glaube, wir haben eine Kleinigkeit, glaube ich, gerade übersehen. Ich gehe nochmal zurück. Wir haben definitiv eine Kleinigkeit übersehen. Wir brauchen nämlich noch was. Sonst macht das hier alles keinen Sinn. Oh, ein Auge. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Aber oh, ein Auge. So, wir haben in der Mitte noch definitiv was vergessen. Müsste es doch eigentlich noch was geben. Hallo? Irgendwas, wir haben definitiv was übersehen, weil wir kriegen den da sonst nicht runter. War mir sicher, wir haben was übersehen, aber scheinbar ist das ja nicht so der Fall. Sonst könnten wir noch woanders lang gehen. Na gut, da habe ich mich dann wohl getäuscht. Naja, dann gehen wir mal wieder zurück. Oh, das war fast zu weit. So. Ich hätte vielleicht eher lesen sollen. Na, dann komm mal her, Großer. Moment, kann man dich nicht darauf werfen? Nein, du bist leider nicht groß genug. Wir können ja nicht hoch genug werfen. Dann müssen wir den Weg hier gehen. Komm mal mit, Junge. Dankeschön. Also da kann ich dich, glaube ich, drüber werfen, oder? Bitte wirf... Nein, mit dem Werfen war keine gute Idee. Dachte echt, das würde gehen. Guck mal her. Kann man mit ihm darüber springen? Aber dieser Satz, come on, ist der einzige Satz, den man hier von einem Link hört. So. Muss ich mir die darüber springen? Das sieht so weit aus dafür. Nö, das funktioniert fadenlos. Wer hätte gedacht, dass wir weiter springen können, als wir das Teil werfen können? Wow, es war fast zu weit. So. Da geht er schon freiwillig. Okay. Das meinte ich, was ich vergessen haben könnte. Ein Vierertakt. Das sind Zeichen, welche Richtung anzugeben scheinen. Darm neutral, Darm okay.
Der Attack war hier, na gut. Nein. Du hast die Sonate des Puppenspielers erlernt. Befehlige mich, den Diener, der hinter der Tür wartet, und führe mich zu meinem heiligen Platz, auf das ich den Weg zu den Göttinnen offenbare. So, dann gehen wir mal. Haben wir den Bumerang gerade griffbereit? Hi. Mach nicht so blöd. Ah, das ist die Tür, die so leuchtet. Ah. Ah, die nicht interessiert, auch gut. Bin ich zu weit weg dafür? Nimm da lang. Hallo. Lass dich von mir nicht stören. Bin hier. Herr Scherz. Bin hier. Vergiss es. Jetzt bin ich hier. Ich hätte mal weiter unten bleiben sollen. Frage, sollte jetzt nicht das Seil abbrennen? Ich bin hier. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Bitte lachen. Was? Aua. Oh, dreckige Lache. So, wie kommen wir hier rüber? Alles klar. So, wir stellen uns mal hier hin. Dann gibt es einen Weg. Das Problem ist, sobald wir runtergehen, ist der Weg weg. Das heißt, wir müssen unseren kleinen Knuddelmax hier vorgehen lassen. Also, Vierertakt raus. So, und die Sonate des Puppenspielers gespielt. Jetzt können wir, jetzt sind wir nämlich unser kleiner Knuddelmax hier. Der kann jetzt ganz fröhlich munter darüber hüpfen und ohne, dass ihm was passiert. So. Und so. So, jetzt ist das wieder weg. Und nein, wie kommen wir rüber? Aber wir können es einfach wieder rüberschwingen. Tata. So, können wir mal rübergehen. Das ist die Tür da vorne. Nie? Hey! Lia, mit meinen Dienern in deiner Gefolgschaft wirst du nicht überall hin können. Aber scheue dich nicht, sie in solchen Fällen einfach zurückzulassen. Sie sind zum Leben erwacht, also werden sie treu und unerschütterlich auf dich warten. Sag ihnen das! So, da er auf uns wartet, können wir die Gelegenheit nutzen, mal gucken, was hinter der Tür ist. Auch schön, dass der Loye sagt, dass er seine Gefolgschaft ist. Sehr mysteriös. Müssen wir mal sehen, was es jetzt gibt. Was schon? Hi!
Or you. Will ich das wissen? Aber du hast da was, was ich gerne hätte. Will ich das nicht? Okay. Hi. Aua, das war nicht möglich auszuweichen. Haha! Jetzt ist das meins. Und daneben. Wieder daneben. Da ist Wahand! Das ist jetzt meins. Aber weißt du was? Ich will mal nicht so lange, kannst du es wieder haben. Ich wollte gerade sagen, mehr gibt's hier nicht. Das wäre aber auch sehr seltsam gewesen. So, was haben wir hier? Rubine, Bomben. Sehr schön. Und ein Herz. Können wir alles wieder mitnehmen. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, was es hier gibt. Du hast den Heroenbogen gefunden. Drückst du den Knopf, auf den du ihn gelegt hast, kannst du zählen. Lässt du ihn los, feuerst du einen Pfeil ab. Du kannst maximal 30 Pfeile mit dir führen. Nicer Dicer. Oh, wir können später schon mal Munition wechseln. Sonst wäre der einfache Pfeil da nicht. So, das hätten wir. Würde ich mich aber noch gerne um die beiden Genossen kümmern. Ah, das Ziehen ist so viel angenehmer. So, wir brauchen wieder den Greifhaken. Wir müssen uns mal kurz wieder zu unserem Genossen dahin porten. Hi. Nein, so war schon richtig. Hui. Na du? Oh, so mit den Hörnern haben die auch ein bisschen Ähnlichkeit mit dem neuen König. Der hat auch so gewundene Hörner. So, das wäre Nummer 2. Tschüss. Ja. Dankeschön. Oh, wir sind auch schon reichlich über der Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und Link so, nicht das schon wieder. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich hoffe, wir sind auch wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich wie immer, tschüss.